alle ihr Lieben. Heute habe ich noch meine Neuzugänge vom Februar für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch im Februar durften wieder ein paar Bücher bei mir einziehen. Auch wenn ich eigentlich nicht mehr so viele Bücher kaufen wollte, sind es doch wieder einige geworden. Aber viele waren auch günstig und reduziert und dann habe ich noch ein paar Rezensionsexemplare bekommen und naja, wie das halt immer so ist. Und dann hat man doch mal ganz schnell ein paar Bücher zusammen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele es sind, aber es sind ein paar. Naja, tata, so viel zu dem Thema 50 Gründe, ein Buch zu kaufen oder auch Ausreden und Rechtfertigungen und egal. Wir kennen das alle. Auf jeden Fall möchte ich euch heute meine Neuzugänge zeigen und wir fangen mal mit dem Buch an, was gestern bei mir eingezogen ist und was ich finde, gerade schon wieder die Lesegemeinschaft spaltet. Und zwar ist gestern bei mir eingezogen Save Me von Mona Kasten. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, ich habe schon sehr, sehr viel Positives über dieses Buch gehört. Und ich habe aber auch schon sehr, sehr viele negative Kommentare und Ausrufe zu diesem Buch gesehen, wo ich mich einfach frage, warum? Also man muss dieses Buch ja nicht mögen und man muss dieses Buch auch nicht lesen. Man muss auch nicht viel von diesem Buch halten. Man kann natürlich sagen, es ist ein Bumsbuch und es ist ein Buch, was keine Tiefe hat und es ist ein Buch, was mich nicht berührt. Ja, das mag sein, aber es kann auch jedes andere Buch natürlich so sein. Und ich verstehe gerade nicht, warum das schon wieder bei diesem Buch so ist. Ich weiß, dass gehypte Bücher immer sehr, sehr schnell auch zerrissen werden und sehr, sehr gerne. Aber ich denke mir, ich mache mir lieber erstmal meine eigene Meinung von dem Buch, bevor ich hier irgendwie irgendwelche dummen Sprüche lasse von wegen, ja, das ist eine Geschichte mit flachen Charakteren und diese Geschichte hat ja sowieso nichts an sich und da, 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 da. Wo ich mir denke, Leute, die sowas schreiben und das Buch nicht gelesen haben, warum tut ihr das? Warum maßt ihr euch an, etwas über dieses Buch auszusagen, obwohl ihr es nicht kennt? Und ich finde das ein bisschen traurig einfach nur. Also man muss Bücher nicht mögen, aber warum muss man denn immer so negativ sein? Warum muss man denn immer Sachen ins Internet stellen und sich damit irgendwie profilieren? Also so kommt es mir so vor, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt derjenige, der dieses gehypte Buch scheiße findet und deswegen wird mich die eine Hälfte meiner Follower feiern und ich denke mir so, wer es braucht. Ich lese das Buch jetzt erstmal und bilde mir meine eigene Meinung und ja, werde euch dann sagen, ob das Buch gut ist, sein Hype wert ist oder nicht. Wobei man natürlich auch hier sagen muss, dass es immer meine Meinung zu diesem Buch ist und es ist keine irgendwas große literarische Aussage, die ich dazu treffen kann, sondern ich kann euch nur sagen, hat mir das Buch gefallen, hat es mich unterhalten oder nicht? Fand ich die Charaktere toll, fand ich sie doof, fand ich die Story gut oder nicht? Und mal ganz ehrlich, es ist eine nur Adult-Geschichte. Erwarten wir von einer New Adult-Geschichte, dass sie unser Leben für immer verändern wird? Erwarten wir von einer New Adult-Geschichte, dass sie tiefgreifende Charaktere hat? Dass die Story einen so mitreißt, dass sie dein Leben für immer verändern wird? Nein, verdammt, das Buch soll mich unterhalten und fertig. Und ich reg mich jetzt gerade auf darüber, aber ich finde es halt immer einfach traurig. Und ja, auf jeden Fall ist Save Me bei mir eingezogen und wenn ich es gelesen habe, werde ich euch natürlich sagen, wie es mir gefallen hat. Und mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen, außer halt, dass ich es irgendwie immer traurig finde, dass halt bei manchen Büchern immer so ein Aufheben drum gemacht wird. Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, dann auch noch im Februar bei mir eingezogen ist. Dieses Schätzchen hier, Wintersong von S.J. Jones. Auch dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag bekommen, wobei ich hier sehr überrascht war. Ich habe dieses Buch im Dezember, glaube ich, angefragt. Und ich habe nichts mehr vom Verlag gehört und hatte dieses Buch auch schon komplett aus meinem Kopf gestrichen und habe auch überhaupt nicht mehr irgendwie an das Buch gedacht und dachte, pff, ja, hast keine Antwort bekommen, Thema erledigt, alles cool, kaufst es dir irgendwann. Ja, und dann kam das Buch jetzt hier Mitte Februar bei mir an, ohne Zettel, ohne E-Mail, ohne irgendwas. Und ich denke mir so, okay, dann werde ich es wohl mal mitlesen. Aber ich finde das immer lustig bei manchen Verlagen, dass man so null Informationen so mal bekommt und ja, dann Monate später einfach das Buch zugeschickt bekommt. Nun gut, dass ich es mir noch nicht gekauft habe in der Zwischenzeit. Dieses Buch ist ja eine Geschichte rund um den Erlkönig und der Erlkönig entführt wohl Liesels Schwester. Und Liesel will natürlich ihre Schwester retten und macht sich hinterher, um ihre Schwester zu retten.
mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch gerade nicht zu sagen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, deswegen kann ich jetzt hierzu gerne weiteren Aussagen treffen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe auch hier schon diverse Meinungen zu diesem Buch gehört. Eine Hälfte fand es gut, eine Hälfte fand es nicht so gut. Was wohl auch sehr an dem Schreibstil liegt von dem Buch. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt und werde auch hier berichten, wie mir dieses Buch gefallen hat. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen, was mir die liebe Janine ausgeborgt hat. Janine war meine Gewinnerin von dem Götterleuchten-Gewinnspiel und Janine kam aus Weimar und dann haben wir uns so persönlich getroffen und da habe ich ihr das Buch gegeben und hat sie mir dieses Buch hier mitgebracht. Mein Tag ist deine Nacht von Melanie Rose oder Rose oder was auch immer und sie hat gesagt, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich soll sie mal lesen und ja, da hat sie mir dieses Buch mal ausgeborgt. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. In diesem Buch geht es um eine Frau, die eines Tages aufwacht und alles ist anders. Sie hat auf einmal 4 Kinder, eine luxuriöse Villa, einen liebenden Mann, aber sie weiß nicht mehr, wer sie ist. Also sie weiß nicht, wie sie dorthin kommt. Also sie war gestern noch Single und heute hat sie, wie gesagt, Kinder, eine Villa, einen liebenden Mann und sie versucht dann natürlich rauszufinden, was passiert ist und versucht natürlich in diesem neuen Leben auch erstmal zurechtzukommen und ja, was mit unserer Protagonistin Jessica heißt, sie passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und Janine meinte, dass es eine richtig tolle, süße Geschichte ist. Und ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie Mein Tag ist deine Nacht so ist. Dann im Februar noch eingezogen ist dieses Buch hier, Rain, das tödliche Element von Virginia Bergin oder Virgin oder was auch immer. Dieses Buch gab für 5,99 € im Hugendubel. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, das hört sich eigentlich ganz cool an. Nimmst es jetzt mit, wie das halt immer so ist. Und ja, hinten drauf steht, Frage, wann soll man die Hoffnung aufgeben? A, jetzt sofort, wir müssen alle untergehen. B, warte mal noch 2 Wochen. C, niemals. Und D, ist ein Fragezeichen. Und dann steht noch drauf, ich würde alles dafür geben, wieder da zu sein. Zu Hause, in der Küche und mich mit Simon und Mom zu streiten. Dann würde ich ihnen einfach zustimmen oder mich entschuldigen oder sowas. Aber es wird nie wieder einen Streit in der Küche geben. Es wird überhaupt nie wieder einen Streit irgendwo in diesem Haus geben. So ziemlich alle sind tot. Vielleicht mit Ausnahme der dämlichen Meerschweinchen. Ich heiße Ruby Morris und dies ist meine Geschichte. Wenn ihr sie lest, habt ihr sehr, sehr großes Glück, dass ihr noch lebt. Aber das wisst ihr schon, oder? Und ich finde, das klingt echt sehr, sehr interessant und ich habe hier auch zwiegespaltene Meinung zu diesem Buch gehört und ich möchte es aber trotzdem lesen und ja, werde euch dann natürlich, wenn ich es irgendwann mal gelesen habe, berichten, wie Rain das tödliche Element ist. Das nächste Buch, was bei mir eingezogen ist, war mal wieder ein Schnapper aus dem Weltbild und zwar war das Bourbon Sins. Das ist der 2. Teil der Bourbon-Reihe. Also ich habe Bourbon Kings damals bei Weltbild schon für 4 € gekauft und jetzt habe ich Bourbon Sins gekauft für 1 €. Ich habe dieses Buch ernsthaft für 1 € und ich habe den ersten Teil zwar noch nicht gelesen, aber ich dachte mir, bei 1 €, ganz ehrlich, da kannst du nichts falsch machen. Selbst wenn du das Buch niemals lesen wirst, weil dir der erste Teil vielleicht nicht gefällt, bei 1 € machst du absolut nichts verkehrt und deswegen habe ich es mitgenommen. Und ja, ich will den ersten Teil jetzt bald noch mit der lieben Sarah zusammenlesen und dann schauen wir mal, ob ich den 2. Teil dann noch brauche und ob der noch zum Einsatz kommt. Aber wie gesagt, für 1 € konnte ich da einfach nicht dran vorbeigehen, da musste ich das Buch mitnehmen. Das ist also, ganz ehrlich, 1 €. Wann hat man schon mal bitte das Glück und kriegt Bücher für 1 €? Und ja, ich kann nur mal wieder sagen, ich liebe unseren kleinen Weltbild bei uns im Thüringenpark. Der hat echt manchmal so coole Schnäppchen. Man muss dann zwar immer ein bisschen wühlen, weil die haben da immer so eine große Wühlkiste. Da muss man immer so ein bisschen drin rumwühlen, aber man findet ab und zu doch auch mal echt was Cooles. Die nächsten beiden Bücher habe ich mir bei Medimops bestellt. Ich bin so im Internet rumgesurft und bin halt mal auf Medimops gelandet und halt auch auf Rebuy. Und ja, bei Medimops hatten sie ziemlich viele Bücher, die noch auf meinem Wunschzettel stehen und das halt auch relativ günstig. Und da habe ich mir halt 2 Bücher noch bestellt und dachte mir, komm, für 10 €, 2 Bücher ist völlig legitim. Es sind 2 Hardcover gewesen und ja, das erste Buch kam leider an ohne Schutzumschlag. Ich habe mich dann aber doch dazu entschieden, dieses Buch zu behalten, denn es ist Die Verschworenen von Ursula Posnansky. Und wenn ihr die Schutzumschläge kennt, das sind grau-weiße Schutzumschläge. Und ich habe ausprobiert, wie die Bücher im Regal aussehen, wenn das ohne Schutzumschlag dazwischen steht. Und es sieht jetzt gar nicht so schlimm aus. Und notfalls mache ich die Schutzumschläge bei den anderen beiden Büchern auch ab. Das sind jetzt keine Schutzumschläge, die mich extrem ansprechen oder so. Also von daher, shit happens. Und ansonsten ist das Buch für sein Geld in einem echt top Zustand. Es ist nicht krumm gelesen, es ist nichts dran und warum sollte ich ein Buch, was völlig intakt ist,
wieder zurückschicken. Und deswegen werde ich die Verschworenen behalten. Zum Inhalt kann ich euch nichts sagen. Wie gesagt, es ist der zweite Teil und ich möchte mich dann natürlich selber nicht spoilern. Und deswegen packen wir das Buch jetzt mal beiseite. Das zweite Buch in meiner Medimops-Bestellung stand schon sehr, sehr lange auf meinem Wunschzettel. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viele negative Meinungen zu diesem Buch gab. Aber als ich mich das letzte Mal mit der Steffi getroffen habe, hallo Steffi, sei gegrüßt, hat sie mir gesagt, dass sie dieses Buch gelesen hat und sie fand es jetzt gar nicht so schlecht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, die haben dieses Buch für 4 Euro und ein bisschen was gerade da und da bestellst du es jetzt einfach. Und zwar habe ich mir bestellt The Chemist von Stephanie Meyer und auch dieses Buch ist in einem richtig guten Zustand. Das ist nichts dran, der Schutzumschlag ist hier oben ein bisschen angeschranzt. Aber ganz ehrlich, für 4,70 Euro oder was ich für dieses Buch bezahlt habe, ist das völlig in Ordnung. Und ja, ansonsten ist dieses Buch, wie gesagt, in einem tadellosen Zustand. Und auch hier möchte ich mir gerne meine eigene Meinung drüber bilden. Und ja, mal schauen, was Frau Meyer da so draus gemacht hat. Ich habe die Twilight-Reihe von ihr damals total geliebt und gefeiert. Und deswegen wollte ich mir The Chemist eigentlich damals schon kaufen. Habe es dann aber dann doch gelassen, nachdem diese ganzen vielen negativen Meinungen dazu gekommen sind. Und habe gedacht, nee, die 23 Euro, was dieses Buch ja eigentlich kostet, gibst du jetzt nicht aus. Aber für 4,70 Euro dachte ich mir, kannst du nichts falsch machen. Und ja, deswegen ist The Chemist noch bei mir eingezogen. Die nächsten beiden Bücher habe ich euch auch in meinem Vlog schon gezeigt, genauso wie Rain auch. Und deswegen, wer meinen Vlog gesehen hat, weiß, was das für zwei Bücher sind. Und zwar ist das zum einen Wie die Stille unter Wasser von Brittany C. Cherry. Und oh, dieses Cover, ne? Dieses Cover ist einfach so, so toll. Und ich habe das Buch gestern beendet. Das Video müsste inzwischen auch online sein. Und ja, ich fand den dritten Teil richtig toll. Und auch hier kann ich wieder nur sagen, es ist eine Nur-Edit-Geschichte. Und Nur-Edit-Geschichten sollen unterhalten und die müssen meiner Meinung nach nicht absolut realistisch sein. Wenn ich Realismus will, dann lese ich ein Sachbuch, wo mir Sachen genau aufgezeigt und erklärt werden. Und ja, Bücher sollen mich einfach unterhalten, sie sollen mich mit auf eine Reise nehmen, sie sollen meine Gefühle berühren und das hat dieses Buch definitiv geschafft. Und ja, Wie die Stille unter Wasser war ein ganz, ganz tolles Buch und ich finde es ganz, ganz toll. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut einfach in meinem Video vorbei. Dann im gleichen Buch wie die Stille unter Wasser wird auch dieses Buch hier sein, Age of Trinity. Das ist der erste Teil Silbernes Schweigen von Nalini Singh. Das ist der 16. Teil der Gestaltenwandlerreihe. Müsste der 16. sein. Und ja, das ist der erste Teil der zweiten Staffel und ach, dieses Buch war einfach so toll. Ich muss sagen, dass es von der Handlung her und von allen her nicht rundum perfekt war und es mich da auch nicht 1000%ig überzeugen konnte, aber allein die Bären. Die Bären sind so, so toll. Und allein, weil ich die Bären so feiere, hat dieses Buch von mir 5 Sterne gekriegt. Und oh, es ist einfach eine so tolle Geschichte gewesen. Und wie gesagt, es hatte hier und da so seine Schwächen, worauf ich dann im Video auch nochmal näher drauf eingehe. Und ja, ich fand es trotzdem ganz, ganz toll. Und ich freue mich auf die nächsten Teile zu Age of Trinity. Und auch hier gilt, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in dem Video einfach mal vorbei. Oh, es war so gut. Es war so gut. Damit wären wir bei meinem letzten Neuzugang für diesen Monat und zwar ist das Play On Dunkles Spiel von Samantha Young. Dieses Buch ist rausgekommen und ich bin rein in die Buchhandlung und habe es mir gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja, irgendwie bin ich im Februar nicht richtig so in Schwung gekommen, was das Lesen betrifft. Also viele mögen mich jetzt für bekloppt halten. Ich habe bisher im Februar trotzdem noch 7 Bücher gelesen und ich habe auch noch ein paar Tage, also könnte ich es vielleicht auch noch schaffen, ein Buch zu beenden. Aber Ich habe einfach das Gefühl, ich komme in diesem Monat nicht so richtig in die Gänge, was das Lesen betrifft. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich 4 gemeinsame Lesen hatte. Und ich habe immer das Gefühl, die gemeinsamen Lesen, die bremsen mich aus. Was jetzt mich und meine persönliche Lesegeschwindigkeit betrifft. Ist ja absolut nicht schlimm, aber es ist halt so mein Empfinden. Und ja, deswegen habe ich Play On noch nicht gelesen, aber ich will es jetzt ganz, ganz bald mitlesen. Denn ich freue mich schon sehr auf das neue Buch von Samantha Young. Ihr wisst, ich liebe die Edinburgh Love Story von Samantha Young und ich liebe die ersten 2 Teile der Hartwell-Reihe. Wobei ich hier echt endlich gern mal einen 3. Teil haben möchte. Und ich keine Ahnung habe, ob Samantha Young den schon schreibt oder noch nicht oder wie oder was. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt dann auf Play On, Dunkles Spiel und werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Das waren meine Neuzugänge vom Februar und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Thema gehypte Bücher und Negativität gerne unten in die Kommentare schreiben. Wie seht ihr das? Findet ihr das gerechtfertigt, wenn Leute negative Aussagen zu Büchern treffen, weil sie vielleicht einfach aus persönlichen Gründen irgendwelche Probleme mit dem Autor, mit den Büchern, mit sonst was haben? Oder sagt ihr, wenn Leute die Bücher nicht kennen, dann sollten sie einfach ihre Klappe halten und
lieber die Bücher erstmal lesen, bevor sie da anfangen, großes Tamtam zu machen. Wie gesagt, ich persönlich finde es irgendwie immer schade und auch ein bisschen traurig, wenn Menschen die Bücher nicht kennen und dann einfach so negative Aussagen dazu bringen. Ich verstehe sowas einfach nicht. Dann sollen sie sich lieber geschlossen halten und lieber gar nichts dazu sagen, als sich dann mit so einem Scheiß zu profilieren. Nur Hauptsache, ich habe was dazu gesagt und ich finde das irgendwie nicht cool und ja, so ist das. Ansonsten habe ich jetzt echt viel zu viel und viel zu lange geredet. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.